Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein Paket bekommen von der lieben Corinna. Dankeschön Corinna, vielmals. Ne? Ich wusste, dass ich etwas von dir kriege. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen abpudern, ne? Sonst kommen wieder die bösen Sprüche. Mach das. Aber selbst mit Puder, das ist einfach das Licht. Na so. Ja, auf jeden Fall, ja, ich wusste von so circa 10, nee, ich glaube, sie hat gesagt, in Sachen von 10 Euro hat sie zu mir gesagt. Ich habe ja letztens dieses Stöberstübchen, mein Akku, naja, das Stöberstübchen hochgeladen und da hat sie zu mir gesagt, ah, der Colourpop-Lidschatten, den möchte ich. Habe ich mir gedacht, ja komm, Chrisse, ne? Und aber in dem Moment schrieb sie schon, wir können ja tauschen, ich schicke dir was für 10 Euro und du schickst mir einen Lidschatten. Ich dachte, ja komm, mach. Und ich habe ein Paket bekommen, das ist ungefähr so groß und da sind bestimmt keine Sachen für 10 Euro drin, weil es ist auch schwer. Ja, wir machen es auf, ne? Unboxing. Also egal, was drin ist, liebe Corinna, ne? Ich danke dir vielmals. Also, deine Kommentare sind mir immer so, ich warte schon immer drauf, ne? Also immer, wenn ich ein neues Video hochlade, da denke ich schon, wann schreibt Corinna? Es ist so Tradition, so. Ich habe jetzt total lieblos aufgerissen und darunter ist schon ein Parfüm Dreams Karton. Karton, so. Achso, oh Gott, ich muss noch den. Deine Adresse. So. Muss ich mir wegtun. Ich kenne mich, sonst ist das nämlich nachher weg. Oh mein Gott. Du bist doch irre. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich weiß nicht, wo ich damit... So. Leute, ich bin total... Oh Gott. So. Da legen wir mal los, ne? Danke, danke, meine Maus. So, erstmal nehme ich das hier. Ich weiß nicht, was es ist. Es schaut so aus. Und ich glaube, es ist so ein... Oh. Eine Uhr. Cool, die sieht ja schick aus. Die ist ja schick. Guck mal, die hat so ein rose-golden-silbernes Armband. Und das ist jetzt eine No-Name-Marke, denke ich. Aber die ist trotzdem wunderschön. Ich trage im Moment immer diesen Tracker, den ich ja zugeschickt bekommen habe. Den trage ich bestimmt seit 2 Wochen, um halt zu kontrollieren, wie ich schlafe und so. Sehr schöne Uhr, dankeschön. So, dann haben wir hier von Catrice aus der Limited Edition Soleil de TT. Da hatte ich schon mal was von. Das ist in so einem Tiegelchen. Was ist das denn genau? Metall Eyelight. Okay. Das schaut so aus. Oh, das ist so eine musige Konsistenz. Aha, sowas in der Richtung, in so einer Farbe habe ich. Aber das ist cool, weil das ist so gelig und dann ist das... Das sieht toll aus. Geil, da freue ich mich. So, ich weiß gar nicht, wo ich weitermache. Also hier sind übrigens Feuchttücher drin, die werde ich dann gleich direkt zweckentfremden. So, was haben wir denn noch Schönes? Lip Plumper, Volume Effekt mit einem Armbändchen ist da sogar oben dran. Mit einem Herzchen und hier noch so Love. Voll süß. Ziehen wir direkt. Ah, das ist mit Gummizug, das ist gut. Sehr niedlich. Passt mir auch. Voll cool, süß, ja. Sowas mag ich. Ja, genau. Und jetzt gucken wir mal dieser Lip Plumper an. Oh, da ist er schon. Ich habe ihn falsch rausgeholt. Ich war der Meinung, man könnte das rausziehen. Dabei ist das nur so ein Schieber. Und zwar ist das so ein ganz kleiner Lipgloss. Okay. Das ist doch mal was. Na, tun wir wieder hier rein. Am Schlüsselanhänger übrigens. Coconut Passion. Das hat, weiß ich noch, das mag meine Schwester total gerne. Das ist von, ne, Victoria's Secret. Ich, mal gucken, also vielleicht. Ja, das ist schon sehr Kokos. Mhm. Ich im Moment nehme immer noch das, zum Sport vorher nehme ich immer dieses vanillige Amber Romance. Dann habe ich hier eine High Pigment Color Cosmetics Airbase Palette oder was auch immer. Ich denke, das ist so eine kleine Palette ist und hier hinten steht auch gerade drauf Creme Blush. Oh, okay.
So schaut sie aus. Du hast mal Produkte, die kenne ich gar nicht. Oh, geil, was ist das denn Geiles? Von Aveen habe ich ja früher ganz viel genommen. Für Gesicht und Körper ein Balsam. Sehr geil. Verwende ich gerne. Danke. Dann sehe ich hier so kleine Darf-Produkte. Madame. Ja, von Darf die reichhaltige Pflege. Das ist eine Cremedusche. Von Darf ein Repair-Shampoo. In so Mini. Dann von Sebamed Lotion. Oh, krass, okay. Hier die Maybelline Master Blush Palette. Die habe ich mal in irgendeinem Video gesehen. Habe sie dann auch bei Rossmann, glaube ich, mal angeschaut. Und ich persönlich fand nur diese beiden Farben für mich entsprechend. Oh, der Highlighter ist aber schön. Oh, und das Blush auch. Die werde ich gerne verwenden. Schaut mal, der Highlighter, der ist... Ah, ist überhaupt ein Highlighter. Krass, dann habe ich hier ist von ihm... Insibli Bobble ist noch ein, achso, eins ist da, glaube ich, nur dran. Ein Haarring mit so einem Anhängerchen, wie ihr seht, von Lisa und Lena. Sind das YouTuber? Ich denke mal. Ja, wo soll ich weitermachen? Dann machen wir weiter hier mit einem großen Produkt. Das ist diese Lockencreme-Mousse. Die habe ich auch im Moment in Verwendung. Die ist so halb voll. So, dann habe ich hier, ach, On and On Bronze, den, bei mir ist er gerade so weit, dass ich gerade Hitzepan habe. Das ist dieses Maybelline Color Tattoo. Das passt bestimmt auch gut zu diesen, ja, das ist quasi dieselbe Farbe. Finde ich voll cool, wie du den abgenutzt hast. Also, ich bin da so, wie sieht der nicht mehr so schön aus. Schaut mal, das sind so schon so identische Farben, die beiden. So, ich weiß nicht, wo weiter, ne? So. Oh, der ist schön, obwohl er lila ist. Und zwar von Cyan ein Eyeshadow. Obwohl er lila ist, das hört sich so komisch an, ne? Ist Cyan von Lidl? Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube ja. Mhm. Ups. So, dann haben wir hier einen Revolution Vivid Baked Highlighter in der Farbe Rose Gold Lights. Oh, da ist so eine Marmorierung drin. Der ist total rose golden. Da muss ich gucken, weil ich habe ja mal den von Sleek gehabt. Und das sah schlimm aus. Aber der hier, der gefällt mir irgendwo sogar. Okay, ich bin wieder da. So, Akku ist jetzt voll. So, machen wir weiter. Ein Bronzer. Der sieht schön aus, weil der so dreifach ist. Von Brie Conti. Kenne ich gar nicht. Schaut mal. Brie Conti. Und ich mache den jetzt auf und zeige euch den mal. Und der hat so drei verschiedene Farben. Seht ihr das? Ich denke ja, ne? Oh, der sieht schön aus. Der sieht so seidig aus. Will man gar nicht drüber gehen. Oh, die Farbe ist sehr schön und sehr schön geschmeidig. I like. Schaut mal, der ist schön. Gefällt mir. So, das tun wir mal an der Seite. Dann haben wir hier von, das ist, ich sage aber nicht Becker, oder? Ja, doch. Von Becker den Opel als Highlighter in Flüssigform. Magst du den nicht? Ich muss ihn drauf tun. Alles, was mit Opel zu tun hat, ist ja voll meins. Ist ja nicht so, als hätte ich noch keinen Highlighter heute drauf. Ich war übrigens gerade arbeiten. Wie immer eigentlich, wenn ich ein Video drehe. Und deswegen bin ich jetzt nicht frisch geschminkt. Das wollte ich damit sagen. So, was haben wir denn noch Schönes? Einen Essence Isle of Color Intensifying Eyeshadow Base. Da bin ich auch neugierig, weil im Moment nehme ich immer meine Urban Decay, weil nichts anderes hält so richtig. Dann aus dem Hip Girls Wear Blue Jeans LE von Essence ein Illuminating Face Creme Gel. Okay, hört sich interessant an. Glastiegel. Das sieht vielversprechend aus. Seht ihr eh nicht, aber das sieht vielversprechend aus. Habe ich voll an mir vorbeigezogen, diese LE. Fenial, sinnliche Cremedusche. Meine Mama, die hat damals als junges Mädchen, hat sie erzählt, immer gerne Fenial genommen. Und wenn ich Fenial sehe, erinnert das mich so an Mama. Oh, was ist denn hier? Zuckerspray, glänzend und strähnig. Ne? Okay, glänzend und strähnig. Ist das ins Feucht oder halbtrockene Haarsprühen, Luft trocknen lassen
oder mit dem Diffuser trocken für einen anderen Look. Aber ich glaube, da ist viel Alkohol drin in den Dingern. Das gebe ich, denke ich, weiter. Aber das ist ja für dich gar kein Problem. Das sagst du mir ja ständig. Das finde ich dann immer ganz praktisch, wenn mir etwas nicht gefällt, dass ich das auch ohne schlechtes Gewissen abgeben kann. Was ist das Schönes? Oh, da freue ich mich. Das ist aus einer Catrice LE. Irgendwas mit Berlin. Ja, doch. Hieß die nicht so. Ah, nee, das ist sie gar nicht. Aber die Verpackungen sind wie diese Lala Berlin. Kennt ihr die noch? Da habe ich mir damals einen Lidschatten von Gold. Den habe ich aber wieder abgegeben. Und, oder war das hier sogar? Habe ich den? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kommt der mir sehr bekannt vor. Und der hier, ich meine, das soll wohl so eine Art, irgendein Highlighter-Dupe sein. Also ich werde den definitiv als Highlighter verwenden. Schaut mal. Ne? So. Dann haben wir hier von Essence Eyeshadow die Farbe Raindrops on Roses. Das ist so ein weißliches. Schauen wir mal, ob das so... Oh, der ist aber schön pigmentiert, schön weich. Und der ist auch so ein toller, frostiger Highlighter. Dann ist hier eine Farbe, die werde ich nicht, denke ich, benutzen. Und zwar von Essence die Farbe Pink Me Up. Deswegen könnt ihr euch schon vorstellen, die ist voll pink. Schön, also. Schaut euch das mal an. Das ist so eine Farbe, obwohl, wer weiß, für Karneval oder so. Weil die Farbe ist schon geil. Guckt mal. Das kommt in meinem Karneval-Täschchen. Komm, ich mach mal einen fetteren Swatch, damit ihr das so richtig geil sehen könnt. Guckt euch das mal an. Ne, für Karneval. Mega. Jetzt fällt mir doch was hin. Naja, mach ich gleich weg. Oh, wie geil. Hattest du mir nicht von diesen Rasierern erzählt? Als ich dieses Problem erzählt habe mit meiner Rasur, hast du mir nicht von diesen Rasierern erzählt? Und dann gibst du mir jetzt eine Probe, was ist so Probe, so ein Einmalrasierer dazu. Das finde ich cool. Dankeschön. Cool. Dahin. So, dann, oh Gott, ganz viele Nagellacke und, oh mein Gott, ah, oh Gott, der ist ja schön. Essence The Metals Lidschatten in der Farbe Rose Razzle Dazzle. Oh, der ist ja auf den ersten Blick voll meins. Voll meine Farbe. Mega schön. Dann haben wir hier noch eine Farbe, die sieht auch schon voll vielversprechend aus. Just a Wish Away von P2, ein Color-Up-Lidschatten. Und das ist so ein Grau-Lila. Normalerweise mag ich kein Grau und ich bin ja auch nicht der größte Lila-Fan. Aber der hier sieht richtig cool aus. Oh mein Gott, der ist schön. Mega. Super schön. Guckt euch den mal an. Übrigens, die Tücher sind richtig gut. Also zumindest zum Swatches entfernen. Mal den dahin. So, dann. Oh, der ist auch schön. Von Rivalde de Young. Ach, Rivalde. Rivalde Loop Young. Meine Fresse. Entschuldigung. Vintage Love LE oder so. Metallic heißt der. Kann das sein? So schaut das gute Stück aus. Oh, der ist aber auch wunderschön. Schickst mir richtig schöne Lidschatten diesmal. Was heißt diesmal? Also auch sonst, ne? Dann haben wir hier von Catrice aus der Pure Chrome Eyeshadow. Achso, Illumination Eye. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie Radiant Rose. Direkt mal swatchen. Oh. Krass. Boah, die könnte man alle schön als Highlighter verwenden. So, dann von Art Deco. Okay. Mineral Baked Eyeshadow in der Farbe 197. Das ist so ein hellrosa. Hellrosa lila. Ist mir vielleicht zu frostig für so ein rosa, wenn ich überhaupt mal rosa verwende. Dann von Rivalde Loop Young, auch ein Baked Eyeshadow. Der sieht schön aus, so gebacken, ne? Logischerweise dann. Die Farbe heißt Moonlight. Schön, oder? So, dann haben wir noch ein paar Lidschatten hier. Und zwar wieder aus dieser Catrice LE, wo ich gerade gedacht habe, das wäre diese Lala Berlin-Reihe. Creme Brunet heißt der. Okay, oh, der ist schön. Oh, wer mich kennt, weiß, das ist meine Farbe, oder? Einmal rein und guckt euch diesen Fingers, also diesen Swatch mal an.
Oh mein Gott, ist das feiny. So, dann ein Catrice Lidschatten. Und den habe ich schon in meiner Palette hier. Ich habe ja hier in meiner Z-Palette, die ich im Moment auch tagtäglich benutze, habe ich schon My First Coverwear Party. Ich glaube, der ist das, oder? Ja, das ist My First Coverwear Party. Und den habe ich nämlich schon, aber ich swatche ihn euch jetzt nochmal. Und der ist wunderschön. Der ist richtig schön. Guckt mal. Der ist super toll und den behalte ich auch als Backup, weil der richtig schön ist. So, kommen wir zu... Hier ist noch ein... Was ist das? Achso, ein Infinity... oh, der ist kaputt gegangen. Von Lipgloss. Lidschatten von Kiko. Warte mal. Und zwar in so ein Pink. Und ich habe ja die große Palette und da klicke ich mir definitiv rein, auch wenn das nicht so meine Farbe ist. Aber komm, dann machen wir nochmal. Wenn wir schon einmal dabei sind. Ja, der ist nicht ganz so stark pigmentiert wie der eben von Essence. Aber natürlich, da ich ja eh die Palette habe, kommt der da auf jeden Fall rein. Ich mache erstmal so Lidschatten technisch. Oh, der sieht auch schön aus. Von P2 aus der ID Eyeshadow-Reihe. Die Farbe 60. Ich hoffe, ich kenne die gar nicht. Kennt ihr die? Ich bin nicht mehr up to date hier. So schaut er aus. Bisschen gebrochen, glaube ich. Aber oh, der fühlt sich toll an. Oh, schön. Und der lässt sich geschmeidig auftragen wie Butter. Oh Gott, ist der schön. Auch so als Highlighter und so. Dann haben wir hier von Altera, ach, so ein Cream-to-Powder-Eyeshadow wieder. Da hatte ich, glaube ich, schon mal einen von dir gekriegt. Kann das sein, dass diesmal so ein braun Cappuccino heißt der? Und ich bin mir nicht sicher, ob ich die gut finden soll. Ich glaube, den anderen hatte ich nämlich aussortiert wieder. Ja, ich denke, der hier, der wird auch nicht in meiner Sammlung bleiben werden tun. Das ist der hier. Dann ist hier unten noch ein Lidschatten, sehe ich gerade. Oh, aus der P2 Luminous Shine Reihe. Die Nummer 20 Shimmering Effect. Ich finde, P2 fühlt sich immer toll an, ne? Und die machen immer richtig geile Swatche. Guckt euch den mal an, bitte. Bitte. Geil. Aber P2 mochte ich eh immer schon gerne. Was ist mal denn hier? Ach, ich glaube, das ist... Oh, wie cool. Für meinen Dirndl. Das ist so ein... oder auch so, glaube ich, trägt man den. Das sind so diese Halsbänder, die so ganz eng am Hals sind. Cool. Ich glaube, da kommt mein Freund. Dann haben wir hier einen Pinsel. Der sieht auch schick aus. Und Pinsel kann man immer gut gebrauchen. Hallo Schatzi. Guck mal, der Stiel, der ist so total schön Glitzer. Und da oben ist der so. Schon schön. Ja, kann ich gebrauchen. So. Jetzt kommen noch... Ja, so. Das kommt noch was auf jeden Fall. So. Dann haben wir hier zwei Bare Minerals Produkte. Das sind Eye Colors, okay? Thankful and... Scheim heißt der, mit CH. Auf jeden Fall sind das diese beiden Töne hier. Einmal, wie gesagt, Thankful, das ist das Braune. Und Scheim ist das Graue. Die sehen so aus, die beiden. Die habe ich gerade schon mal geswatcht. Nicht schlecht, oder? Sehen schon schön aus. So, dann geht's weiter. Von Rival de Loupe ein Holo-Pigment. Kenne ich nicht. In der Farbe Spotlight. Aus der Night to Remember LE. Das war ja vor kurzem. Jetzt ist meine Kamera ein bisschen schief, ne? So schaut das Pigment aus. Sieht man kaum mit dem Ringlicht. Jetzt schauen wir mal, wie das... Das sind so Pigmente. Die finde ich total toll. Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, wann ich das tragen soll. Ne? Sieht man diesen Holo-Effekt überhaupt? Ich denke nicht, ne? Seht ihr gar nicht. Doch, so ein bisschen rosa-weiß. Ne? Dann auch von Rival de Loupe Young Crystal Pigment. Okay. Der in der Farbe Desert Island. Ist mit so einem Verschluss, dass man quasi so streuern kann, wie so ein Salzstreuer. Schöne Farbe auf jeden Fall. Zwar so ein bisschen schwacher, so ein bisschen durchscheinend. Aber sowas suche ich schon länger. Einfach so als zum Solo-Tragen auf dem Augenlid. Also sehr schön. Guck mal hier ganz am Rand. So durchscheinend, ne? So, dann haben wir hier zwei Stück. Habe ich davon nicht schon eins? Bin mir gerade nicht sicher. Aus dieser Essence Winterglow LE. Ich hoffe mal, das sind so zwei Stück. Einmal in so ein Beige, einmal in so ein Grau-Blau. Oder so, so oder Silber. Frozen Eyes heißt der Silberne. Und Gleaming in the Winter Sun. Genau, den habe ich schon. Jetzt, wo ich den Namen lese, weiß ich, dass ich den schon habe. Der Graue sieht auf jeden Fall schon mal schick aus.
Habe ich einfach vom Deckel jetzt abgenommen. Und der hier war auch sehr schön. Das war so ein goldchangierender Ton. Ja, aber wie gesagt, den hier habe ich schon. Dann habe ich hier aus der P2 Beauty Voyage LE ist das ein Eye Cranion. Okay. A Toasted Almond heißt der. So schaut er aus. Sieht schick aus, aber ich glaube, irgendwann weiß ich nicht mehr, wie ich den zur Hand haben hätte, weil das so eine Spitze erst noch dran ist. Was soll denn noch, was soll das auch mal sein? So ist wie so ein Lidschattenstift, aber sehr, der fühlt sich sehr trocken an, ist er aber nicht. Da unten seht ihr das. Hier, da. Oh, dann haben wir hier, was ist das? 2-in-1 Eyeshadow Liner und Waterproof. Eyeshadow und Liner. Achso, cremiger, weicher Stift für Lidschatten und Lidstrich. Einfach zu verblenden, lang anhalten, mit wasserfesten Augen-Make-up zu entfernen. Okay, der hier schaut so aus, schaut noch. Die Farbe ist schöner als gedacht, weil so in der Verpackung sah der mir jetzt zu rosa aus, aber der ist sehr schön. Dann haben wir hier einen geschlossenen noch von The Body Shop, einen Kohlkajal. Den lasse ich auch erstmal zu. Ich habe nämlich noch einen schwarzen, den ich verwende. Und dann habe ich hier von Malu Wilz habe ich einen Lip Designer. Die Farbe sieht ja schick aus. In der Farbe 45, wenn das so eine Farbe ist wie hier, finde ich cool. Oh ja, oh ja, der ist toll. Sehr schöne, sehr, sehr schöne Farbe. So, und dann habe ich hier, sehe ich noch, einen von Rouge, einen Coco Gloss. In so Mini, in so ein Knallrot. Die Farbe ist 752, dann swatchen wir. Der ist auch noch neu, sehe ich gerade an dem Ding. Jetzt gucken wir mal. Ist mir, glaube ich, zu glossy. Ich glaube, da muss ich auch passen. Aber vielen Dank. Schaut mal, der ist nämlich sehr glossy. Und ich habe gerade Lipglosse aussortiert. Dann haben wir hier ein paar Proben und so weiter. Dann machen wir da erstmal weiter. Aber was ist das denn hier noch? Für meinen Pass. Das ist mal schick. Und mein Pass ist nämlich nicht schön verkleidet. So, Nail and Hands Handbalm. Hier sind so ein paar Proben. Die ganz normalen Proben tue ich jetzt an der Seite. Aber das, was so irgendwas, zum Beispiel so Masken, zeige ich euch. Hier ist nämlich einmal ein Fußbad und Fußmaske. Einmal Selbstbräuner von Garnier. Feuchtigkeitsmaske von Schäbens. Ach, hier ist noch eine Haarkur von Swiss Opal mit Arganöl. So ganz viel so Ghoul-Shampoos. Von Montagne Jeunesse eine, was ist das? Ist das eine Haarmaske? Ich denke ja, schaut mal. Ich wusste gar nicht, dass Montagne Jeunesse auch Haarmasken macht. Dann wieder, ach, das ist auch von Montagne Jeunesse übrigens, diese Fußmasken. Okay. Ach, hier ist noch eine Essence-Palette, sehe ich gerade. Die, LE fand ich voll niedlich. Ich weiß gar nicht, wie heißt die denn? The Lovely Little Things heißt die. So schaut sie aus. Und die heißt Our Secret Date at Midnight. Okay. Und so schaut die auch aus. Sehr dunkel für abends vielleicht. Dann mach mal hier einmal so und den Glitzerton hier. Ah, schwach. Schwach pigmentiert. Wenn man bedenkt, wie cool die Monos gerade eben pigmentiert waren. Dann haben wir hier noch Parfümproben. Drei Stück. Einmal Angel. Das werde ich weitergeben, weil Angel... Ach, zweimal Angel werde ich weitergeben. Ist überhaupt nicht mein Duft, mag ich gar nicht. Dann haben wir hier von Boss The Sands oder Sand. Dolce Gabbana Light Blue. Sky di Giorgia. Okay. Und jetzt kommen Nagellacke. Ja, du böses, böses Ding. So, sind so ein paar. Ich denke so um die 15. So. Shake Me, was ist das denn? Oh, das ist ja schön. Der ist so schön. Und zwar aus der Winter Dreaming LE. Und da sind so... Schaut euch das mal an. Der ist ja süß. Oh mein Gott. Ich mache erstmal mit dem Glitzer weiter. Dann habe ich hier einen von Douglas. Der ist auch, sieht auch schick aus. Ja, dann wieder, nee, was ist das? Rival de Loup Young Glitter Nails. Da muss ich, an dieser Farbe muss ich sofort an meine Freundin denken. Dann haben wir hier, was ist das denn? Ist das auch Rival de Loup? Ja, Rival de Loup. So ein Pinker. Von Kiko.
diesen hier. Das ist die Farbe 521. Ein Glitzer, ja. So ein bisschen zumindest. Von Manhattan ist das die Farbe Bring It On. Das ist ein Rotglitzer. Wenn man das überhaupt sieht. Doch, sieht man, ne? So. Vielleicht den hier noch. Die sind aber schön, die von Catrice hier. Brown Kollektion. Habe ich auch nicht mitgekriegt. Schöner Nagellack. Schaut mal. Ein braun-rot metallisch. Und davon hat sie, glaube ich. Ja, da ist noch einer. Der ist so ein totales Braun einfach. Fashion Addicted heißt der. Von Kiko einen Mini-Lackeur. Das ist der hier. Von Essence Made to Sparkle. Das ist so die Farbe Party of Your Life. Von Manhattan. Den Nagellack Beachwalk. Das ist halt so ein metalliger. Der ist auch schön. Rival de Loop Gel Look. Das ist halt so ein Pink wieder. Mit so ein changierendes Lila da drin. Den hier finde ich sehr schön. Das ist von Essence. Die Farbe Gossip Girl. P2, der sieht schick aus. Von Outer Behind oder Beyond Lagoon LE. Ist das der Atlantis Purple. Der ist schick. Aus der Winter Dreaming LE, genau wie das eine, glaube ich, ist das, der sieht so aus, so ein hellblau-weiß-grau von Catherine, das ist ja die, wie heißt die, Ochsenknecht macht die, glaube ich, ne? Classic Lack heißt der, das ist so ein klassisches Rot. Den habe ich gerade abgegeben, glaube ich, von Catherine, oder habe ich den noch? Die Farbe, wo steht's denn? 236, das ist so ein Nude-Ton. Und das letzte Produkt ist ein XXL Glanzlack von Rival de Loop in der Farbe Nummer 2. Und das war das Paket, was sie, liebe Corinna, mir geschickt hat. Sehr cool. Ich freue mich wieder sehr darüber. Also vielen, vielen Dank und ja, auch für euch, die, die das Video geschaut haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann. Tschüss.